Deal Aviation, das ist sozusagen das Unternehmen, was als nächstes auf der Tagesordnung steht bei unserem Thementag. Hier im Dresdner Norden angesiedelt, lange Tradition hat auch dieses Unternehmen, eigentlich Familienunternehmen aus Bayern, hat aber 1990 hier in Dresden investiert und hat sich total spezialisiert auf alles das, was im Flugzeug sich zum Beispiel mit dem Thema Wasser, Abwasser, Luft und Ähnliches beschäftigt. Und da das natürlich sehr kleinteilig ist, das heißt, hier werden ja nicht Massen an Dingen produziert, sondern für die jeweilige Flugzeugproduktion, werden fast alle Dinge hier selber im Haus auch produziert. Also, und das macht natürlich eine große Spezialisierung aus, aber auch eine große Kleinteiligkeit. Also ich bin total fasziniert, was hier alles selber im Haus produziert und zusammengebaut wird und wie viel Innovation drin steckt. Weil das Thema hatten wir ja schon häufiger bei dem Thementag, dass es um Gewicht geht. Also auch hier immer weiterentwickeln, dass zum Beispiel die Toiletten nicht mehr aus Metall sind, sondern aus Kunststoff, dass Materialeinsparungen da sind, dass Innovationen beim Wassermanagement passiert. Also wirklich beeindruckend und ein Unternehmen im Wachstum, die würden sich gerne erweitern, suchen natürlich auch händeringend Fachkräfte wie überall, wollen aber natürlich auch sich insgesamt in der Produktion erweitern. Das sind natürlich gute Nachrichten, wenn es dann gelingt, dann muss die Fläche noch gebracht werden, aber dass dieser Standort gestärkt wird, das ist natürlich etwas, was generell die Branche stärkt. Hallo, mein Name ist Robert Hellwig, ich bin Geschäftsführer der Deal Aviation Kirching. Wir sind hier am Standort Dresden, einer von zwei Standorten der Deal Aviation Kirching. Und wir sind verantwortlich für die Herstellung, Entwicklung von Wasser, Abwassersystem, Air Management und der Brandbekämpfung inklusive der Herstellung aller dafür notwendigen Teile. Unsere Nischenprodukte finden Sie auf jeder größeren Plattform, in jedem Airbus, in jedem Boeing-Flugzeug.